Eigentlich ist der heutige Drink gar nichts für einen YouTube-Kanal. Nicht etwa, weil er nicht gut wäre, im Gegenteil, er ist fantastisch, aber kaum jemand wird ihn kennen und nach ihm auf YouTube oder sonst irgendwo suchen. Und so werden die Aufrufzahlen des Videos wohl geringer sein als sonst. Zudem braucht man für seine Garnitur Bananenblätter und wer hat die schon zu Hause? Und außerdem ist sein Name viel zu lang für das Video-Thumbnail. Hält uns das alles davon ab, so einen Drink hier zu machen? Natürlich nicht, also gibt's jetzt den There's Always Money in the Banana Stand. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und unser heutiger Drink stammt aus dem Buch Minimalist Tiki von Matt Petrick, einem Softwareentwickler und Cocktailblogger, der, wie auch seine Frau Carrie, seinen Job aufgegeben hat, um mit seinem Buch anderen Cocktailinteressierten den Einstieg in die komplexe und manchmal verwirrende Welt der Tiki-Cocktails zu erleichtern. Leider ist das Buch in Deutschland nicht zu bekommen. Ich habe es trotzdem hier. Ich hatte das Glück, es über eine Sammelbestellung unserer Facebook-Gruppe Cocktails und Barkultur zu bekommen. Es kam dann aus Dänemark. Sollte es demnächst in Deutschland verfügbar sein, dann werde ich es euch im Beschreibungstext des Videos verlinken. Unser heutiger Drink wurde kreiert vom Barkeeper Zach Overman aus Seattle, Washington in den USA. Und laut den Recherchen von Johann von Cocktailbart ist seine früheste Erwähnung auf 2016 eben im Blog von Matt Petrick zu datieren. Vermutlich ist der Drink aber bereits ein paar Jahre älter. Ich konnte allerdings außer jenem Blog und dem Buch keine weitere öffentliche Quelle finden. Der Name des Drinks ist wohl ein geflügeltes Wort in den USA, welches der in Deutschland eher weniger bekannten Comedy-Serie Arrested Development entspringt und sehr frei übersetzt so etwas wie "Macht euch keine Sorgen, es ist noch immer gut gegangen" bedeutet. Der There's Always Money in the Banana Stand ist als Cocktail kein ganz typischer Tiki-Drink, weil er Single Malt Whisky und nicht wie viele andere dieser Kategorie Rum verwendet. Es gibt jedoch keine verbindliche Definition, wie ein Tiki-Cocktail aufgebaut sein muss. Und ja, bezüglich des Geschmacksprofils, der Vielfalt der Zutaten und auch der speziellen Garnitur erfüllt der Drink dann irgendwie doch alle Erwartungen an einen Tiki-Cocktail. Spontan fällt mir auch kein gerührter Tiki-Drink ein und ja, so wird auch dieser Drink geshakt und das machen wir jetzt. Wir brauchen unseren Shaker, wir nehmen zunächst die Oberseite, wir schnappen uns unseren Jigger und wir beginnen mit einem Zimtsirup. Von diesem Zimtsirup brauchen wir eine halbe Unze. Zum Zimtsirup gesellt sich eine Unze von unserem frisch gepressten Zitronensaft. Dann kommt ein Pimento Dram, auch Allspice Dram genannt. Davon brauchen wir eine Achtelunze. Das ist ein sehr intensives Aroma. Deshalb sollte man da wirklich vorsichtig mit sein, wenn man davon zu viel nimmt. Das kann den kompletten Drink überlagern. Weiter geht's mit unserem Chartreuse. In dem Fall ist es ein gelber Chartreuse und das ist ein französischer Kräuterlikör. Von dem brauchen wir eine Viertelunze. Dann kommt unser Bananenlikör, Tempus Fugit habe ich hier, davon brauchen wir eine Dreiviertelunze. Und dann kommt unser Single Malt Whisky, ich habe hier einen Laphroaig Quarter Cask, der hat eine gewisse Bananenaromatik und ja, deshalb passt er hier ganz besonders gut dazu. Davon brauchen wir, nicht richtig Luft an den, jetzt kommt's an den Speed Purer. Vom Laphroaig 1,5 Unzen. Wie immer findet ihr die Umrechnung in Centiliter in den Einblendungen und im Beschreibungstext des Videos. So, jetzt schnappen wir uns die Unterseite und dann nehmen wir von unserem Crushed Ice so ein kleines Schäufelchen, würde ich jetzt mal sagen.
Wir geben unsere Flüssigkeiten oben drauf. Wir schließen den Shaker und das Ganze kriegt jetzt einen sogenannten Whip Shake. Das heißt, wir shaken leicht, bis sich das Crushed Ice aufgelöst hat. So, ihr hört jetzt schon, das Klappern wird leiser und wird gleich ganz verschwunden sein. Das heißt, unser Crushed Ice im Shaker hat sich aufgelöst, die Zutaten sind gut verbunden, der Shaker ist jetzt auch kalt. Wir stellen ihn mal kurz zur Seite und schnappen uns unser Highball-Glas. Das ist mit einem Bananenblatt ausgelegt. Bananenblätter bekommt ihr in größeren Asia-Supermärkten gefroren und könnt ihr dann zurechtschneiden und ins Glas packen. Und das ist die spezielle Garnitur dieses Drinks. Und jetzt füllen wir unser Glas mit Crushed Ice ungefähr bis zur Hälfte auf. Und dann gießen wir unsere Flüssigkeit darauf. Und dann füllen wir den Drink mit Crushed Ice auf. Erstmal so knapp bis unter das Ende unseres Bananenblatts, denn jetzt kommt noch die Garnitur dazu. Dazu habe ich hier 3 Blätter einer Ananas, die wir jetzt hier oben reingeben können. Und der Drink bekommt noch ein bisschen geriebenen Zimt. Aber damit auch die Optik passt, weil die Zimtaromatik in der Nase ist schon ganz fantastisch. Damit die Optik passt, geben wir jetzt nochmal eine kleine Crushed Ice Krone oben drauf. Dann können wir die Zimtstange noch als Deko hineingeben und einen schönen braunen großen Glasstrohhalm. Ja, und dann habe ich hier für euch den There's Always Money in the Banana Stand. So, jetzt habe ich doch glatt was vergessen, denn im Buch hieß es, man solle den Drink mit einer Goldmünze garnieren, wenn man denn eine hätte. Und natürlich hat man als Barkeeper Goldmünzen zu Hause, auch als Hobby-Barkeeper. Also geben wir die auch noch mit rein. Ja, da sieht er doch gleich noch ein bisschen edler aus. So, jetzt will ich aber probieren. Ein unfassbar guter Drink. Tiki soll opulent sein, mit einem verwirrenden Geschmacksprofil. Das trifft beides auf diesen Drink zu. Unglaublich intensiv. Süß, aber auf keinen Fall zu süß. Hochkomplex, super interessant. Einer der ganz wenigen Tiki-Drinks ohne Rum. Aber gerade der Lafroy Quarter Cask mit diesen Bananenaromen und dann eben dem Bananenlikör, das passt so toll zusammen. Dann schmeckt man den Zimt. Man hat natürlich auch den frisch geriebenen Zimt. Den riecht man noch. Der Pimento Dram mit seinem intensiven Aroma, der hier aber eben nicht überlagert, sondern da nochmal so einen Kick, nochmal so eine Spezialität reingibt. Einfach super. Also wirklich ein ganz, ganz großartiger Drink. Ein Drink, den viel mehr Menschen kennen sollten. Denn er hat ein super eigenständiges, spezielles Geschmacksprofil, ist außergewöhnlich gut und hat meiner Meinung nach das Zeug zum modernen Klassiker. Apropos Zeug zum modernen Klassiker, ein anderer Drink aus dieser Kategorie ist der French Ensemble. Habe ich auch schon ein Video zu gedreht. Verlinke ich euch jetzt hier oben. Und es gibt übrigens noch einen zweiten Drink mit dem Namen There's Always Money in the Banana Stand. Der hat dann eine Rumbasis. Und mehr dazu findet ihr im Artikel von Johann von Cocktail Bart. Den verlinke ich euch auch noch jetzt hier oben oder im Abspann des Videos. Das seht ihr dann. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Abspann verlinke ich euch auf jeden Fall noch unsere Tiki-Playlist. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.